Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, bei euch ist alles gut. Ich wollte jetzt heute, wer hätte es gedacht, mit dem Mobi Hobby M4 Max den 7. und 8. Akku fliegen. Ich habe hier meinen Heizkoffer wieder dabei, wo ich die Lipo-Akkus jetzt schon eine Stunde vorher vorgewärmt habe. Und ich habe halt auch die Option, mein Ladegerät hier anzuschließen. Wie ihr sehen könnt, läuft es gerade über die interne Batterie. Ich weiß nicht, wie lange das gut geht, weil wenn der Motor nicht läuft, kann es halt sein, dass die Spannungsüberwachung sagt, oh Mensch, da ist eine Stromabnahme, die nicht vom Auto kommt und der macht die Batterie weg. Also der schaltet die dann weg. Das wäre natürlich richtig blöd. GoPro ist am Start. Ich habe mein externes Mikrofon auch mitgenommen. Aber ich Trottel habe das USB-C-Kabel vergessen, was vom Empfänger ins iPhone geht. So ein Mist aber auch. Ich hoffe, das geht so, weil es ist immer noch ein bisschen Wind da. Ich werde das iPhone hier in diese Halterung reinstellen oder reinstecken und jetzt diesmal in diese Richtung hier fliegen und nicht wie sonst immer dahin, weil da ist die Sicht jetzt gerade ein bisschen schlecht wegen der Sonne. Und je nachdem, wo der Hebel besser drauf zu sehen ist, werde ich dann in der Videobearbeitung entweder das Video nehmen von der GoPro oder halt vom iPhone, muss ich mal gucken, was besser läuft. Ja, noch kurz in eigener Sache. Ich hatte mir überlegt, einen Discord-Community-Server zu erstellen. Das heißt, ihr könnt diesem Server dann beitreten und mir dort zum Beispiel Videovorschläge schicken oder sonst irgendwie mit mir in Kontakt treten und mit mir schreiben. Da könnt ihr mir ja mal in den Kommentaren schreiben, ob das was für euch wäre oder nicht. Ich bereite jetzt erstmal den Heli vor und dann sehen wir uns gleich beim ersten Flug. So, lecker Kaffee ist auch am Start. Dann werde ich jetzt mal den Lipo am M4 Max montieren. So, wie gesagt, das ist jetzt der 7. Akku. Zack, Autorotation ist an. Ach ja, ich wollte erst warten, bis er initialisiert hat. Ja, okay. So, das geht. Das geht auch und Heck geht auch, okay. So, roter Kopf ist noch alles da, wo es hingehört. Alle Schrauben dran, ja. Sehr gut. So, und ich will jetzt gar nicht groß rumeiern. Ich will jetzt direkt losfliegen. Und ich habe schon wieder den Sender gut vergessen, so ein Mist. Ha. So. Aufnahme läuft hier auch. Ja, ich bin gespannt, Leute. Aber guckt mal, mit dem Handy sieht das, glaube ich, viel besser aus. Ja, so. Ich lasse das mal so laufen. Ich glaube, das könnte ganz gut werden. So, 7. Akku, auf geht's. Ja, die Sicht ist ganz gut in diese Richtung. Aber die Heckempfindlichkeit passt immer noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob das am Wind liegt. Na, jetzt fliege ich gerade aus dem iPhone-Bild raus. So, jetzt bin ich wieder drin. Aber irgendwie gefällt er mir noch nicht so von den Einstellungen her.
bin jetzt mit der Heckempfindlichkeit einer Funke bei 30%. Aber ich fliege mich jetzt erstmal so ein bisschen ein. Also bin ich wieder aus dem Bild rausgeflogen. Seht ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Das war gerade ein Heckzittern, nicht. Das war gerade ein Heckzittern nicht in diese Richtung, sondern über Nick war das. Und das kann ich mir nicht erklären. Das kann eigentlich nur die Taumelscheibenempfindlichkeit sein. Oh Mann, Leute, ich muss unbedingt einen Simulator üben, ey. Aber sowas von. Ja, das sieht doch schon ganz gut aus. Da ist es wieder. Flugakku 640 mAh. Juhu, erster Looping. Ja, das war mehr ein Flip als ein Looping, ich weiß. Aber meine Pumpe, Leute, ne? Die geht gerade ohne Ende und das liegt nicht am Kaffee. Es war auch mehr ein Flip. Ich weiß aber auch, woran es liegt. Ich muss viel mehr oder viel schneller ins Neutralpitch reingehen beim Looping. Mal ein bisschen Schweben ausprobieren. Schönes Seitenschweben.
Aber ich bin echt so raus. So, 1200 mAh sind jetzt raus. Ich muss jetzt landen. Ja, die Landung war jetzt keine Butterlandung, aber naja, ich muss halt noch üben, ne? Ja, egal, Leute. Das war jetzt der 7. Akku. Ich habe immer noch so eine innere Unruhe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber werde jetzt trotzdem nochmal den 8. Akku nehmen. Und dann muss ich mir Gedanken machen, wie ich das mit der Taumelscheibenempfindlichkeit hinbekomme. Das ist irgendeine Einstellung im Brain. Ich weiß aber noch nicht, welcher Wert das ist, der dafür zuständig ist. Und ja, da muss ich mal gucken. Ich mache jetzt erstmal hier jetzt aus. So, ich habe jetzt in meinem Auto noch ein Schlüsselband gefunden. Ich hoffe, das hilft mir jetzt auf jeden Fall weiter, wenn ich die Funke in der Hand halte beim Fliegen. Weil ich finde es angenehmer, das Gewicht der Funke nicht in der Hand zu halten, sondern im Nacken bzw. am Hals zu haben. So, ich Umweltsünder habe jetzt leider das Auto angemacht, weil das sonst mit dem Laden nichts wird. Ich weiß, es ist jetzt nicht so gut, aber naja. Muss halt sein, ne? Weil vielleicht fliege ich noch einen dritten Akku, muss ich mal gucken. So. So, dich lasse ich jetzt erstmal initialisieren. Hier starte ich erstmal wieder die Aufnahme. Okay. So. Schraube wieder drauf. Ist das hier unten richtig eingerastet? Ha, siehst du, wusste ich doch. Gleich gemerkt, dass hier was faul ist. Da musst du rein, genau. Ja, die Sonne brennt aber ganz schön. So, einmal kurz nochmal Vorflugkontrolle. So, auf geht's, 8. Akku. Ja, ich glaube, das gibt. Na, okay, das geht nicht besser so. Guck mal hier. Es hat sich gerade hinten gelöst. Ich habe zu doll dran gezogen. Das mache ich lieber doch ab, weil, wenn mir das im Flug passiert, fällt mir im schlimmsten Falle die Funke aus der Hand. Also fliege ich doch Freihand. So, hier läuft die Aufnahme. Ja, gut. Mal ein bisschen Nase schweben. Thank you.
Sorry, da bin ich wieder aus dem Bild geflogen. So, ich schalte dann jetzt mal in die zweite Drehzahl. Kunstflug 1. Das sind jetzt 75% Regleröffnung. Das war ein schöner Looping, oder? Der war doch schön. Also mit dem bin ich auf jeden Fall zufrieden. Weil es so schön war, machen wir das gleiche nochmal. Aber diesmal von links nach rechts. Ja, das war wieder mehr ein Flip. Oh, dieses Blattgeräusch, Leute, ne? 900 mA sind jetzt raus aus dem Lipo. 300 habe ich noch. Der Wind nimmt gerade wieder zu. Nein, kein Looping. Oh, 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 da ist die Heckempfindlichkeit zu hoch gewesen. Ja, es war wieder mehr ein Flip. Okay, ich bin runter die erste Drehzahl gegangen, weil der hat sich gerade zu sehr abgeschüttelt. Ich komme jetzt auch rein zum Landen. Ja, Leute, den dritten Akku werde ich jetzt doch nicht fliegen. Der Wind nimmt zu, ich will den Heli nicht riskieren und mir reicht es jetzt auch gerade, wirklich. Also mehr will ich jetzt auch nicht fliegen. Bei den Einstellungen muss ich noch beigehen. Ich weiß noch nicht genau, was ich machen muss. Zur Not muss ich noch mal im Forum um Hilfe bitten, was ich da einstellen kann. Aber es ist auf jeden Fall zu viel Empfindlichkeit auf der Taumelscheibe. Und ich weiß auch nicht, wie sehr der Wind da jetzt noch hier reinspielt. Aber naja, ich würde jetzt erstmal sagen, ich fahre nach Hause und gucke mir die Aufnahmen an, wie diese geworden sind und sage dann noch ein paar Worte. GoPro-Aufnahme beenden. So Leute, ich bin gut zu Hause angekommen und sitze hier gerade am Computer und bin dabei, das Video zu schneiden.
Ich habe jetzt sowohl die Aufnahmen von der GoPro als auch von dem iPhone auf den Computer gezogen. Und ich muss euch sagen, dass sich die Bildqualität diesmal von der GoPro als auch wie die Aufnahmen von dem iPhone sich jetzt nichts groß nehmen. Ich werde jetzt zum Ende dieses Videos noch mal kurz einen Vergleich machen beider Bilder. Das Problem bei dem iPhone ist halt, dadurch, dass es im Stativ war, bin ich halt häufiger aus dem Bild rausgeflogen, während die GoPro diesmal den Heli tatsächlich die ganze Zeit auf dem Schirm hatte. Und ja, was soll ich euch sagen? Ich hatte die GoPro diesmal auf 2K gestellt, 2K, 60 FPS und Sichtfeld linear. Also nicht weit, sondern linear. Und ich glaube, das könnte für die Zukunft die richtige Einstellung sein. Allerdings muss ich dazu sagen, hat die GoPro heute auch von den Aufnahmen bessere Bilder gemacht, weil die Sonne einfach besser oder präsenter war als sonst. Also sonst war es ja immer so ein Grau in Grau und ich bin ja immer bei bedecktem Himmel geflogen. Aber heute war es tatsächlich so, dass die Sonne auch richtig geschienen hat oder gescheint hat, wie auch immer. Und das wird wahrscheinlich der Grund sein, warum ich mit der GoPro-Aufnahme diesmal noch ein bisschen mehr zufrieden bin, weil das Video halt jetzt geführt ist und der Heli die ganze Zeit im Fokus ist. Ich werde mir irgendwie überlegen, wie ich sowas hier, wie für die GoPro, nur für mein Handy bekomme, dass ich das Handy einfach oben auf der Stirn schnallen kann. Das wäre ideal. Ich muss mal gucken. Ich habe bis jetzt im Internet so eine Halterung noch nicht gefunden. Aber wenn ihr da was habt, lasst es mich gerne wissen, weil ich brauche so ein Ding. Ich will es unbedingt mal ausprobieren, wie es ist, wenn ich mit dem iPhone ausschließlich filme, aber dann geführt, nicht im Stativ. Und ja. Wie gesagt, zum Ende des Videos kommt noch mal kurz ein Vergleich beider Aufnahmen. Ich schreibe dann auch noch mal dazu, was welche ist. Und würde sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Video. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao. Ich bin raus. Mal ein bisschen Nase schweben. Sorry, da bin ich wieder aus dem Bild geflogen. So, ich schalte dann jetzt mal in die zweite Drehzahl. Das sind jetzt 75% Regleröffnung. We'll be right back.